Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Es ist früh morgens und deswegen ist meine Stimme wahrscheinlich mal so richtig, richtig im Arsch. Ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, was so abgegangen ist gestern, warum es zwei vorproduzierte Videos kam und gleichzeitig im Hintergrund die Anlage testen. Eine Sache, die ich heute definitiv nicht machen möchte, ist hier dran weiterbauen, weil die Anlage soweit zumindest für eine Seite und eingeschränkt funktioniert. Und ich habe euch jetzt wirklich genug Redstone die letzten Folgen zugemutet. Also das ist ja schon bald ein reines Redstone Let's Play geworden. Deswegen werden wir heute mal die Anlage testen und zwar aufs Maximale. Das bedeutet eine komplette Ladung Glasflaschen hier rein. Steckt hier noch irgendwas fest? Nein, also brauchen wir noch ein paar. Und dann möchte ich mal gucken, was man tatsächlich hier so rausholen kann. Das ist der Plan für heute. Und dann, wie gesagt, möchte ich euch noch ein kleines bisschen erzählen, was gerade so abgeht. Und wenn wir dann noch ein Komiker war unter uns. Hä? Lol? Cool. Ey, das war wirklich ein geiler Troll. Wer auch immer das jetzt war. Ich fand das eine lustige Idee. Wirklich. Vor allem die Fackel hier hat die hier auch. So, besser. Einverstanden. Das war cool. Ich habe nämlich auch gerade da unten einen Sandblock entdeckt und habe gedacht, hä, wo kommt denn das jetzt her? Aber scheint alles gut zu sein. Okay, dann können wir das hier jetzt endlich mal wieder zumachen, fällt mir gerade auf. Und dann versuchen wir mal, unsere Trankgeschichte auf Vollgas laufen zu lassen. Ich war gestern, und wer mir auf Instagram zum Beispiel folgt, oder auf Twitter oder Riol auf Twitter oder auf Snapchat oder was weiß ich, der hat mitbekommen, dass wir in München waren, weil wir von Nvidia eingeladen wurden. Und ich bin da mal hingegangen, habe gedacht, okay, wird schon irgendwie ganz cool sein. Aber es war dann sogar richtig cool. Und da wird es auch ein richtig cooles Video geben, wenn ich schaffe, sogar noch diese Woche. Gucken wir einfach mal. Nur vielleicht als Info, wer sich jetzt gewundert hat, was hat der Skate jetzt genau in München gemacht? Ja, der war halt mal kurz zu Gast und hat sich ein bisschen ein paar Sachen angeguckt, die er beeindruckend fand. Okay, so viel dazu. Jetzt gehen wir mal schnell schlafen. Habe ich vielleicht noch Weizen irgendwo? Das würde mir gerade den Tag versüßen. Ja, dann kann ich nämlich noch gleich die Kühe fortpflanzen. Es gibt noch viele Dinge auf unserer To-Do-List und jetzt, wo wir das Labor ja soweit fertig haben, also die andere Seite werde ich wahrscheinlich in einem Livestream schnell bauen. Das geht ja auch wirklich flott, weil wir ja schon alles einmal hingebaut haben und in derselben Welt abbauen, das ist nicht wirklich eine Herausforderung. Warum gehe ich in diesen Raum? Es macht absolut keinen Sinn, dass ich in diesen Raum gehe. So, wir müssen erstmal hier ein paar andere Sachen fixen, fällt mir gerade ein. Also diese Fackel hier verschwindet. Damit geht nämlich auch dieser Weg hier davon. Dann benötigen wir noch diesen Block auf Quarz und vielleicht noch einen Block auf Quarz. Gab es hier noch einen? Ne, das waren nur Quarz-Slabs. Nehme ich im Notfall auch. Okay. Und dann benötigen wir jetzt einige Dinge zum Brauen. Jetzt einfach mal 4 von den Dingern mit. So richtig übertrieben. Was kommt denn da raus? 1 oder 2? 2. Na gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal dadurch genug Powder. Jetzt benötigen wir noch ein paar Trankflaschen. Ich glaube, ich habe kein Glas, ne? Also, kurz oder lang wird es bedeuten, dass wir unten einfach eine komplette, ja, Farmerino-Aktion hinbauen. Dass wir wirklich alle Sachen auch unten lagern haben, in diesen Kisten und so weiter. Bis dahin möchte ich aber jetzt einfach mal spaßeshalber eine komplette Kiste voll Truhen erstellen. Eben einfach mal die Maschine, die ich jetzt gebaut habe, auch mal ausprobieren. Dann benötigen wir noch Netherwarzen. Kann ich auch gleich mal mitnehmen, damit wir welche unten haben. Dann benötige ich dafür Melonen. Glisteringe Melonen. Und zwar einfach mal ein Stack. Gold benötigen wir leider auch noch. Nehmen wir mal das hier mit, das wird aber voll nicht reichen. Ist eigentlich gar nicht so teuer. Also was ich in dieser Folge machen möchte, sind einfach mal die Maschine austesten und dabei Tränke herstellen. Und zwar Heal 2 Wurftränke. Das wäre geil. Gunpowder ist echt ein Problem. Müssen wir mal farmen gehen. Hatte ich ja mal. Hätte ich vielleicht nicht zu TNT verarbeiten sollen. Gunpowder haben wir und jetzt benötigen wir nur noch Glowstone. Und auch da könnte es echt knapp werden. Also jetzt, wo ich endlich mal die Maschine habe, habe ich nicht die Ressourcen dafür da. Das ist ja herrlich. Okay. Und jetzt sollten wir eigentlich alles haben, was man benötigt für Stufe 2 Healing Wurftränke. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang fixen, damit wir da auch überhaupt runterkommen.
So wie ich mich kenne, habe ich dieses eine Holz, das es hier benötigen würde, um den Eingang wieder zu schließen, natürlich schon mal verbaut. Ich bin ein Meister meines Fachs. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwelche super Lunchpads noch hinbekommen, weil auf Dauer nervt es natürlich hier durchzulaufen, auch mit Speed 2. Wir haben noch Speed 2, oder? Speed 2. Hoffen wir mal, dass hier oben noch was drin ist. Ich bin ein Vollidiot. Mir bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig, als irgendwo anders ein Holz zu klauen. Ich muss hier oben mal mit Klüm fertig bauen. Ich muss allgemein mal hier oben fertig bauen. Ich muss auch das hier mal updaten. Ah, Craft Attack, ey. Es gibt so viele Ecken und Enden, an denen ich noch Dinge ändern muss, damit das hier mal passt. Also ich habe jetzt gerade oben ein Holz geklaut. Vielleicht habe ich auch einfach nur übersehen, dass ich irgendwo noch eins habe. Damit ich das hier mal zumachen kann. Und jetzt benötigen wir noch einen Button. So wie ich den kenne, habe ich den auch schon woanders verbaut. Ich bin echt... Ich kriege das hin, ohne mich anzustrengen, komplett meine ganzen Sachen irgendwo anders zu verbauen, sodass ich am Schluss nichts mehr wiederfinde. So, jetzt aber. Jetzt können wir auch zum ersten Mal testen, ob das hier funktioniert. Nice. Hat super funktioniert. Man muss halt nur Shift drücken. Das geht zu schnell, glaube ich. Okay, hier gehen wir mal zu. Das werden wir später wieder aufbauen müssen. Deswegen mache ich da jetzt auch keine Kisten hin. Aber zumindest haben wir jetzt gerade hier zugebastelt. Jetzt wird die ganze Geschichte hier noch aufgefüllt. Brauchen wir ein paar Tränke noch. Das dürfte sogar schon reichen. Ah, noch nicht ganz. So. Geil. Und ich glaube, die anderen Tränke haue ich jetzt einfach mal in so eine Kiste rein. Übrigens, die obere lässt sich natürlich öffnen, weil da Half-Slabs drüber sind. Ich kriege immer so lustige Kommentare voller Minecraft-Unwissen. Ich meine, ich bin selbst nicht gerade der, der von Minecraft Survival Ahnung hat. Das will ich auch gar nicht behaupten. Aber was ich teilweise für Sachen sehe, so Sachen wie zum Beispiel, okay, das mit den Spinnenweben, das ist, da gebe ich zu, das weiß man nicht, wenn man es nicht weiß. Weil ich super oft jetzt gelesen habe, also auch schon damals, als ich die Spinnenwebe zum ersten Mal gezeigt habe, du Cheater, das geht in Survival gar nicht. Dann eine Zeit lang habe ich gelesen, ja doch, mit Silk Touch auf Scheren. Dann habe ich einfach mal nachgeguckt, weil das sollten ganz viele Leute auch mal machen, wenn man nicht weiß, was man redet. Einfach mal in der Wiki nachgucken. Da kommt man ganz weit mit. Aber nur so als kleiner Hinweis, ne? Dann habe ich einfach mal nachgeguckt und dann in der Wiki ganz breit gelesen, dass in der 1.9 eine Änderung da war, die es ermöglicht, dass man ab sofort einfach nur mit Scheren Spinnenweben abbaut. Die kann man jetzt nicht mehr verzaubern. Braucht man auch nicht. Ja, so viel dazu. Okay, das hier sind 3x9 Tränke, also 27. Hier drin schlummern nochmal 3, sind wir bei 30. Und, okay, ich würde einfach sagen, wir machen am besten 27, weil ansonsten haben wir hier ein Problem. Das heißt, für 27 Tränke brauchen wir 9 jeweils hier oben drin, also packe ich einfach mal hier 9 rein. Als nächstes benötigen wir dann auch 9 Clistering Melons. Das ist cool, dass man eigentlich nur so... Na, ich bin bescheuert. Habe ich doch mitgedacht hier. Ob ich überhaupt 9 Clistering Melons hinbekomme? Ich bekomme 4 hin. Ich weiß nicht genau, was gerade in meinem Kopf dafür falsch gegangen ist. Aber irgendwie hat mein Kopf gerade gesagt, ja nö, Gold ist nicht so wichtig dafür, brauchst du nicht so viel. Ja, so viel dazu. Jetzt können wir wenigstens die restlichen noch herstellen. Das ist teurer, als ich gedacht habe. Gerade eben, ich habe irgendwie gerade eben gedacht, man braucht immer nur ein Gold Nugget. Und habe mich schon gefreut, so oh, total billig, haha. Tränke unendlich und dann kam die Erkenntnis. Nein, oh Gott. Dass man immer Shift drücken muss, ey. Ich müsste noch was einbauen, aber das wäre dann irgendwann zu komplex für so eine kleine Runterfallaktion. Okay, also, da sind die Tränke. Hier ist auch schon alles vorbereitet. Hier haben wir die ersten. Dann aber hier die nächsten 9. Und natürlich kann ich das jetzt hier nicht automatisieren, aber dafür wäre es auch gar nicht da gewesen. Die Maschine, die sowas kann, ist nochmal viel größer und zugegebenermaßen kompakter gebaut als das, was ich hier habe. Ich würde mal sagen, Hebel. Jetzt dürfte nichts passiert sein. Genau, und Button. Und der Brauvorgang beginnt. Das ist cool. Jetzt können wir theoretisch hier 10 Jahre stehen bleiben und zugucken, was hier so passiert. Habe ich aber eigentlich nicht vor. Was nämlich jetzt hier passieren wird, ist, wenn man nämlich AFK rumsteht, dass alles hier oben verbraten wird. Ich könnte jetzt theoretisch... Oh, das wäre ziemlich YOLO. Nee, gucken wir mal. Oh, guck mal. Hallo, hallo. Boah, wie geil das funktioniert. Zum ersten Mal haben wir ein Endprodukt. Was ich jetzt machen könnte, wäre, dass sie auffallen. Aber was tatsächlich passieren wird, ist, dass hier die Truhe einmal voll gemacht wird mit 27 Potions. Also gerade das, was ich hier oben reingelegt habe. Und dann wird die Maschine trotzdem nicht aufhören und wird halt einfach so lange weiterlaufen, bis die ganze Zeit nichts mehr passiert. Das ist uns aber scheißegal. Und darauf wird es hinauslaufen. Sehr schön. Und...
Oh, guck mal. Da ist ein Timing-Fehler. Oh, oh, nicht gut. Gar nicht gut. Das sind nämlich schon Aquat Potions. Und da ist jetzt gerade etwas im Timing schiefgegangen. Jetzt die Frage. Guck mal, das hat sich aufgehängt. Die hätten nämlich eigentlich jetzt hier unten durchwandern müssen. Aber das sind jetzt schon Aquat Potions. Er hat trotzdem nochmal eins drauf gemacht. Was ist da am Timing schiefgegangen, meine Damen und Herren? Irgendwas ist schiefgelaufen und zwar so richtig. Jetzt müssen wir natürlich debuggen. Eigentlich hatte ich mir die Folge was anderes vorgestellt, aber jetzt müssen wir den Fehler finden. Water Puddle. Jetzt warte ich gerade drauf, dass die nächste Iteration kommt quasi, dass das nächste Item reinfällt. Das heißt, dann werden ja Water Puddles hier rausgeliefert, oder? Da ist auch ein Water Puddle zwischendrin. Erzähl mir mal einer, warum. So, jetzt funktioniert es wieder, oder? Also, offiziell, offensichtlich hat das teilweise mit ein bisschen Aufhängeproblemen zu tun. Die konnte ich aber im Singleplayer nicht nachstellen. Es muss also einfach nur ein Baufehler von mir sein. So, theoretisch sollten die jetzt wieder rausfliegen. Genau. Wow, das war aber knapp. Hat aber noch funktioniert. Ich hab absolut keine Ahnung, wie und was und sowieso, ne? Also, theoretisch sollte das eigentlich echt gut funktionieren, weil ich habe es ausprägend probiert im Singleplayer. Naja, ich würde mal sagen, wir haben hier noch Sachen drin. Wir lassen es jetzt einfach mal durchlaufen. Sollte irgendwie hinkommen. Wahrscheinlich muss ich noch irgendwann mal ein bisschen Bugfixing betreiben. Jetzt ist das Aquat Potion. Ah, das ist echt ein heftiges Timing so. Ich glaube, da fehlt ein Repeater bei der Wiederholung. Ja, genau das ist es. Und zwar irgendwie zwei Repeater sogar. Das kriegen wir aber schnell hingebaut. Und dann machen wir mal was anderes. Habe ich schon gesagt, ne? Es gibt noch genug Baustellen in diesem Haus, die wir noch machen müssen. Ihr könnt mir mal, wenn ihr lustig seid. Ha, seid ihr lustig? Haha. Ha, okay. Guck mal, wenn ihr Bock habt. Ich hasse diesen Begriff, wenn ihr lustig seid. Das ist ja Synonym für, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ich alles auf meine To-Do-Liste setzen soll. Ich muss mal gucken, dass wir das Repeating-Signal nicht kaputt machen. Muss ich warten, bis es schnell mal kommt. Wo ist mein Item? Na, ja, schon relativ weit unten. Und zack. Repeated Signal war da, jetzt machen wir hier und hier nochmal zwei Repeater rein. Das sorgt nämlich dafür, dass das Item, was dann oben neu reinkommt, ein bisschen zeitversetzt kommt, weil gerade eben war das sehr, sehr knapp. So, genau, Water Bottle ist drinnen und jetzt werden wir auch gleich sehen, dass wenn die gleich rauswandern, das Item erst später kommt. Ja, genau, oh, ein super Timing war das gerade. Nice, haben wir irgendwo Water Bottles drin? Vereinzelt. Ich hätte mir mal zwei Water Bottles zwischendrin und hier haben wir nochmal welche. Ich verstehe noch nicht, was da wirklich schief geht. Aber das werden wir noch rauskriegen. Es können nur irgendwelche Timing-Fehler sein. Das kommt halt davon, wenn man irgendwelche Maschinen immer meint, selber bauen zu müssen. Dann kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Aber hier passt soweit alles. So, genau. Und jetzt haben wir da oben keine Ressourcen mehr. Haben wir denn noch Platz? Ja, dann trickse ich mal. Das könnte jetzt noch reichen, müsste es aber nicht. Gucken wir uns einfach mal schnell an. Und dann hauen wir die Clistering Melons rein und dann gehen wir woanders hin. Dann sollte das schon irgendwie funktioniert haben. Ich bin mal echt gespannt so. Also theoretisch, wenn wir ein bisschen reinkommen und die letzten ungereimte, ja genau, ich habe die zu spät reingemacht, die letzten Dinge hier noch fixen und so weiter, dann wird das hier auf jeden Fall gut funktionieren. Naja, ein bisschen, ich meine, ne, für eine Eigenkonstruktion, da kann man jetzt nie garantieren, dass es alles fehlerfrei läuft. Also, Clistering Melons drauf und dann möchte ich in dieser Folge dann doch nochmal woanders hingehen. So langsam habe ich nicht die Maschine selbst satt hier. Ist hier voll? Ne, ein paar fehlen noch. Zack. Awkward. Wie viel fehlen noch? Zwei Braugänge, ne? Das heißt, okay, jetzt passt. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade schief geht. Ich glaube, dass es am Timing vom Ausfüllen hängt. Das heißt, dass da nochmal ein extra Repeater rein muss. Ja, und jetzt haben wir keine Flaschen mehr, ne? Genau. Gut, das sind jetzt, wir nehmen die mal manuell raus. Weil hier unten ist es auch so weit voll. Haben wir noch irgendwo eine Flasche vergessen? Ja, okay, alles klar. Jetzt haben wir hier eine ganze, okay, das sind alles nur Water Bottles. Das war eine Aquat Potions. Zack, 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 zack. Das sollte soweit passen. Okay, also jetzt am Anfang noch ein bisschen mit nachhelfen. Ich werde aber gleich noch den Repeater setzen, der notwendig ist. Dann läuft es auch automatisch. Der Fehler war, dass... Alles klar, jetzt funktioniert nicht mehr der Kack mehr oder was? Der Fehler war,
woran es jetzt gerade gemangelt hat, dass, und deswegen ist auch ein Waterbottle immer mitgekommen, dass das Signal, das sie rausgelassen hat von unserem Item, so knapp dran war, dass teilweise bei einem, beim ersten Item, der Brauvorgang noch nicht abgeschlossen war. Und das müssen wir jetzt fixen. Das geht entweder, indem wir hier mehr Delay reinbauen. Zack, werde ich jetzt auch einfach mal machen. Oder mehr kann ich eigentlich auch nicht machen, wenn ich mir das gerade so angucke. Weil sonst machen wir da wieder das Delay kaputt. Kann ich den hier? Nee, den brauche ich hier. Dann baue ich hier nochmal ein extra Delay rein. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen hier für Durcheinander gesorgt. Wir setzen die Maschine schnell zurück. Sehr schön. Jetzt sollte aber wieder alles passen. Jetzt ist das und das Delay nicht mehr so weit auseinander. Aber dennoch habe ich ein bisschen extra Delay und das sollte eigentlich reichen, damit es jetzt keine Water Bottles mehr gibt. Hier passt es soweit, weil hier nichts mehr drin war. Deswegen kann man auch hier nichts kaputt machen. Sehr schön. Dann mache ich jetzt irgendwie ganz schnell mein Inventar leer und dann moven wir die Aqua Potions da hoch. Und dann werden die da besser. Mann, ich wollte heute noch rumgehen. Ich wollte heute echt noch da unten ein bisschen zeigen. Hat Debitor wieder weiter gebaut? Scheint so. Cool. Ein bisschen zeigen, was wir da jetzt als nächstes machen werden. Mich auch endlich mal wieder um meine Villager kümmern. Dinge, die ich schon gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr gemacht habe. Und meine Kühe fortpflanzen. Und das sind alles Dinge, die wir in dieser Folge nicht schaffen werden. Sehr traurig. 9 Clistering Melons. Zack. Jetzt erwarte ich aber, dass die Maschine auch wirklich funktioniert übrigens. Also jetzt haben wir dann noch mal ein bisschen Feintuning betrieben. Das hier nervt. Dass man immer aus Versehen auf einer dieser Kistendinger steht. Da bräuchte man die alten Kisten wieder. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Feintuning betrieben. Jetzt moven wir die ganzen hier. Das wiederum, also man könnte hier auf jeden Fall noch viel optimieren. Ich habe aber gar keine Lust, so weit zu optimieren, dass das, weißt du... wir ballern das jetzt hier oben rein. Vielleicht sollten wir davor die Maschine ausmachen. Ballern das jetzt hier rein. Jo, fuck, hier rein. Sehr schön. Guck mal. Also, hier stimmt noch irgendwas nicht ganz. Doch, da war nur gerade noch das letzte Signal da. Ich habe mich gerade gewundert, was ist kaputt gegangen. Aber es war einfach nur noch mal ein Signal. Weil wenn man das hier ausmacht, da kommt ja nochmal ein Signal zurück. Das ergibt Sinn. Einverstanden. Passt? Passt. Gut, jetzt hier... Habe ich gerade hier oben Awkward Potions reingemacht? Ich glaube, mir ist nicht ganz bewusst, was ich tue. Okay, nächster Fehler gefunden. Leute, Leute, Leute. Es wäre irgendwie mal cool, wenn diese Scheiße einfach mal funktionieren würde. Weil so langsam bin ich selber ein bisschen genervt. Warum repeatet sich das Ding gerade immer noch selber? Ich habe den Hebel ausgemacht. Ach, deswegen. Es ist wieder das Ding, was uns Ärger macht. Weil ich habe zwar damit den Bug gefixt, aber das powert das und das powert das. Oh. Ganz böser Fehler. Hey, ich aber gefühlt noch 10 Jahre dran gesessen, wenn ich das nicht gerafft hätte, ne? Leute, ich finde, also für die Leute, die sich für Redstone interessieren, letztlich gibt es drei Arten von Zuschauern gerade. Ich rede von euch. Nummer 1 ist derjenige, der sich für Redstone interessiert und so viel Ahnung hat, dass er schon längst aufgehört hat, mich noch für bare Münze zu nehmen. Weil ich hier so eine Scheiße zusammenbaue. Zum Beispiel sowas. Das hätte mir viel früher auffallen müssen. Möglichkeit Nummer 2 ist derjenige, der sich voll begeistert und hier voll mitfiebert, ob ich die ganzen Fehler noch erkenne, die ich dahin gebastelt habe. Und Möglichkeit Nummer 3 ist, ja, habe ich vergessen. So, Hebel gezogen. Die Sachen sind hier fest drin. Es sollte jetzt funktionieren. Button Push. So. Hoffen wir mal, dass die Scheiße jetzt gut geht. Ich verifiziere das jetzt nochmal da hinten. Mann, ist das traurig. Na, wenigstens ist es eine XXL-Folge. Also immerhin, der Zuschauer, der nur XXL-Folgen haben will, der ist glücklich. Ja, genau. Das war dieser Repeater. Das war letztlich ein Kurzschluss, um das kurz zu fassen. Ich habe mal wieder einen Kurzschluss hingebaut. So, das Ding kommt gleich hier unten an. Zack, einmal neu. Und jetzt hat es auch wirklich funktioniert. So, gucken wir mal hier rein.
Ja, wieso sind so viele Aqua Potions gerade durchgelaufen? Sind die einfach noch von vorhin? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Sonst ist es traurig. Dann haben wir schon wieder einen Kurzschluss gebaut. Achso, klar, ich habe ja gerade da hinten rumgebastelt. Das kann gut sein. Okay, gucken wir mal rein. Potion of Healing. Sauber. Das war ein stabiles Timing. Natürlich bleibt eine noch hier drin liegen, aber ansonsten hat das gut funktioniert. Wir gucken noch einmal zu und dann mache ich die Maschine. Soll ich sie ausmachen oder soll ich sie jetzt einfach laufen lassen? Ich würde sie gerne mal ausmachen, zu gucken, was passiert, aber naja, sagen wir mal so, rumprobieren kann ich damit auch immer noch. Zack. Wow. Da sieht man, dass das Timing jetzt echt sehr, sehr scharf knapp war. Das war der Grund, warum teilweise Water Bottles entstanden sind. Naja, aber es war gut. Es hat noch funktioniert, das Timing. Und wie gesagt, Blaze Powder ist hier nicht automatisiert, aber wird auch nie notwendig sein wahrscheinlich. So, gucken wir mal, reicht es dieses Mal? Ja. Diesmal dauert es sogar länger. Das liegt daran, dass man nie genau weiß, wie diese Items in den Dispenser reingehauen werden. Und deswegen braucht man sowas wie einen Sicherheitsabstand. Und den habe ich offensichtlich zu klein gewählt. Deswegen sind teilweise unverarbeitete Tränke einfach so durchgerutscht. Ist mir noch nie aufgefallen. Fällt mir auch jetzt erst in der Folge auf. Mann, ey. So langsam bin ich echt am Punkt angekommen. Also es war jetzt sicher spannend. Es war ein soziales Experiment, um das in den Worten von YouTube Deutschland zu sagen. Was macht denn der noch hier? Es war ein soziales Experiment und wir haben viele Dinge gelernt. Wenn ich jetzt aber nochmal einen Brewing Stand bauen würde, dann würde ich ihn nach einem Tutorial bauen. Weil es ist, also. Okay, war ja im Wasser. Es ist ja schon irgendwie cool, das jetzt hier zu sehen. Und sicherlich hat der ein oder andere was gelernt. Ich habe auch manche Kommentare bekommen, von wegen, es ist voll cool, dass du es in der Folge machst, dass man nachvollziehen kann, was du machst, dass du es schön erklärst und sowieso. Aber wir haben jetzt so viele Folgen damit verbracht, diese Scheiße zu basteln, dass ich eigentlich nicht mehr so motiviert bin, gerade da noch dran weiterzubauen. Okay, hier hat offensichtlich jemand meine Kuhgeschichte missbraucht. Weil ich hatte hier, ich kann mich zurückerinnern, mal richtig viele Kühe und jetzt sind gerade gar keine mehr da. Dankeschön dafür, genau deswegen baue ich so eine Farm, dass man sie einfach abfarmt und dann zurücklässt, damit ich die Arbeit habe und das Weizen und sowieso. Kann natürlich auch sein, dass ich das selbst irgendwann mal gemacht habe. Ich erinnere mich aber gerade nicht dran und hier oben dezimiert die Kuhzahl sich eh immer weiter. Also entweder ich raste jetzt mal richtig aus und bringe hier einfach so viel Kühe hin, dass man sie gar nicht mehr alle wirklich töten kann. Oder ich werde weiterhin damit leben müssen. Weißt du was? Wir machen da jetzt einfach Schilder hin. Dann muss ich nämlich gar nicht mehr damit leben. Oder wir müssen die Kuhfarm schlichtweg umplatzieren. Auch das könnte ich mir noch gut vorstellen. Weil bis jetzt ist es ja eh nur so eine provisorische Farm. Dass wir quasi die Kühe irgendwo anders hinpacken. Weil ich habe gerade echt das Gefühl, dass sich jemand da ziemlich gut daran bedient. Vielleicht war da jemand auch ich und nicht mehr einfach nur scheiße und schizophren, aber kann schon sein. Bin ich froh aber, dass jetzt mal das Ding da unten läuft. Wir können jetzt auch gleich am Ende der Folge dann nochmal reingucken. Warte, ich habe doch. Ja, dann ist ja scheißegal. Einfach mal im Flug gucken, habe ich die richtigen Schuhe an? Ja, dann ist es ja kein Problem. So, das hier nervt mich seit 10 Jahren. Machen wir hier ein Schild hin. Da diese Farm leider zu oft missbraucht wurde. Rammen verboten. Danke. Vielleicht ist es auch nur ein Hinweis für mich. Wie gesagt, ich kann das jetzt niemandem nachweisen. Wahrscheinlich kriegt jetzt irgendjemand die Folge aus, in der ich selber alle Kühe getötet habe. Kann auch gut sein. Aber wie gesagt, wenn man so oft lange nicht spielt, dann. Jetzt haben wir auf jeden Fall immerhin was hingeschrieben. Das nutzt zwar, um genau zu sein, rein gar nichts. Naja, aber immerhin, wir haben was hingeschrieben. So, okay, das war's zu den Kühen. Ich hätte jetzt gerne das ganze Weizen verballert. Ich hatte noch im Kopf, dass das möglich ist. Jetzt gehen wir noch ein einziges Mal hoch und gucken, was unsere Trankgeschichte geworden ist. Und davor muss ich noch eine andere. Hallo? Muss ich noch ein anderes Setting ändern? Fällt mir nämlich so gerade auf, wenn wir nämlich mal hier rausgucken. Das hatten auch manche Leute in die Kommentare geschrieben. Die Wolken hängen sehr tief. Und da ich hier.
Boah, hier. Da war es. Cloud Hive. Zjup. Jup. Ich hätte es gerne so, dass sie ungefähr so, ja, noch ein bisschen tiefer. Details. Vielleicht so. Weil das macht dann echt einen coolen Look, wenn das so über das Haus hinweg geht. Das müssen wir jetzt kurz ein bisschen noch anpassen oben. Und dann merken wir uns die Settings einfach. Was übrigens auch in letzter Zeit überdurchschnittlich oft gefragt wird, ist der Download der Map. Und Leute, das ist ja relativ eindeutig, oder? Download gibt es, sobald wir fertig sind. Als ob wir die Map währenddessen irgendwie zum Download, also das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. So. Alles klar, jetzt macht es genau das, was es soll. Es zieht jetzt mit den Wolken irgendwo durch den Turm durch. Wir gucken da mal schnell rein. Nicht, dass es irgendwie durch Klims zu Hause durchzieht oder so. Nö, alles okay hier oben. Ja, genau. Hier hätte ich das auch gerne gehabt, weil dann geht man nämlich hier durch die Wolken in das oberste Stockwerk und ist hier direkt über den Wolken. Das ist irgendwie ziemlich cool. Ich könnte sie natürlich noch höher packen. Aber ich finde das irgendwie cool, dass man dann hier so durch die Wolken hindurch springt. Das hat irgendwie einen ziemlich coolen Look, so, gefällt mir. Gut, Alter, was für eine XXL-Folge, ey. Aber auch mal für die Leute, die es einfach mal wieder, ne, das haben wollten. So, oh, gerade noch so runtergekommen. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Da haben wir eine Clistering Melon und hier haben wir fast alles nur Heiltränke. Wir haben nicht mehr genug Awkward Potions hier drin gehabt, ne. Genau, das waren die vier, die gefehlt haben. Ja, passt doch aber eigentlich. Also jetzt hat es vom Timing gestimmt. Ich nehme jetzt einfach mal aus, dass was lange währt, wird endlich gut, hier unsere Devise ist. Und dass das bedeutet, dass die Geschichte jetzt endlich funktioniert. Super, weil der nächste Schritt wäre dann, dass ich jetzt diese Tränke hier, hier ist alles soweit fertig, ja, dass ich das jetzt wieder ausmache. Jetzt kommt der Test aufs Example, ob das doch wirklich aus ist. Ist hier gerade ein Creeper drin? Da sind ein Creeper. Gefährlich. Sauber. Krass. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich hier auch noch besser ausleuchten muss. Ey, wenn mir ein Creeper hier alles hochspringt, dann werde ich aber sauer. So, jetzt sollte das Ding hier aber aus sein. Einmal hat es noch gespackt wegen dem letzten Item, aber jetzt sollte kein neues mehr reinkommen. Wenn hier kein Item ist, ja, dann passt. Sehr schön. Ich werde einfach angerufen. Alles klar. Damit würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Hat jetzt irgendwie doch noch funktioniert. Cool. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Macht's gut. Ciao.